Wirtschaftsmächte Indien und China im Vergleich. Allgemeine Fakten über China. Das Hochland von Tibet ist die größte Hochebene der Erde. Es gibt um die 500 große und kleine Küstentiefländer, unter anderem Taiwan. Außerdem ist China mit 9,56 Millionen Quadratkilometern das drittgrößte Land der Erde. Allgemeine Fakten über Indien. Der Fluss Ganges ist der größte Fluss Indiens und ein Symbol der geistlichen Reinheit. Indien besitzt die größte Filmindustrie der Welt in Mumbai, welche sich Bollywood nennt. Außerdem ist Indien ein Standort für eine Vielzahl von Wirtschaftsunternehmen, unter anderem Transportunternehmen und Banken. Das Monsunklima. Die Lage Indiens ist in den wechselfeuchten Tropen. Auf dem Weg über den Indischen Ozean nimmt der Monsun Mengen von Wasserdampf auf und transportiert ihn zur indischen Landmasse. Folgen daraus sind Fluten und Hungersnöte. Wie in Indien gibt es in China den Sommermonsun, welcher tropisch heißes Klima hat und starke Niederschläge bis zu 2000 mm mit sich trägt. Außerdem gibt es den Wintermonsun, der sehr mild und trocken ist und sehr selten Schnee fällt. China hat offiziell das Ende seiner umstrittenen Ein-Kind-Politik verkündet. Von nun an dürfen alle Paare mit staatlicher Erlaubnis 2 Kinder bekommen. Die Bevölkerungsdichte Chinas ist relativ hoch. Heute leben etwa 1,3 Milliarden Menschen in China. Zusammenfassend kann man also sehen, dass Indien und China beide starke Wirtschaftsmächte sind. Trotz vieler ökonomischer und ökologischer Probleme haben beide eine vielversprechende Zukunft.